Baugewerbe steigt. Das Bauhauptgewerbe in Südbrandenburg ist im letzten Jahr gewachsen. Der Gesamtumsatz ist im Vergleich zu 2015 bei Betrieben um knapp 4% gestiegen. Das ergab die Auswertung der amtlichen Statistik der IHK Cottbus. In den einzelnen Bausparten ist das aber unterschiedlich. Zum Beispiel im Hochbau ist der Umsatz 2016 über 12% gestiegen. Im Tiefbau dagegen ging er knapp 2% zurück. Stolpern erwünscht. In der Neustädter Straße 2 wurden am Samstag neue Stolpersteine verlegt. Die 6 Messingtafeln erinnern an das Schicksal der Familie Fuchs zur Nazizeit. Viele der jüdischen Familien wurden ermordet oder deportiert. Hier in Cottbus war ihr letzter freiwilliger Wohnort. Die 10x10 cm großen Steine sind eine Aktion des Künstlers Gunter Demning. Jetzt stecken in ganz Cottbus insgesamt 83 Stolpersteine. Ein neuer Stellplatz. Der Wertstoffcontainerplatz in der Dreifahrtstraße Ecke Zimmerstraße wird am Mittwoch vorerst entfernt. Als Ausgleich wird es auf der gegenüberliegenden Seite der Straße einen neuen Platz geben, so die Stadtverwaltung. Die Gründe für den Umbau sind Beschwerden durch Lärmbelästigung beim Einwurf von Gläsern.